Micky, nach dieser ersten Halbzeit sah es so aus, als ob der erste Zweitligasieg des SVW seit über 10 Jahren fast in trockenen Tüchern wäre. Was ist dann passiert? Ja, grundsätzlich ist dann erstmal genau das passiert, worauf wir auch eigentlich eingestellt waren, nämlich dass Bochum natürlich mit viel, viel Druck aus der Halbzeit kommen wird. Sie haben ein bisschen ihre Spielweise umgestellt, viel mehr mit langen Bällen agiert. Woraus auch eigentlich erstmal nicht viel passiert ist. Und es war zwar sehr, sehr intensiv, das Spiel, sehr, sehr laufintensiv, aber grundsätzlich haben wir nicht viel Torchancen zugelassen aus dem Spiel heraus. Und dann kam es halt so, wie es kommen musste, dass wir halt ein Tor nach einer Ecke kassieren, was halt sehr, sehr schwierig zu verteidigen ist. Der Ball kommt sehr scharf rein, wird verlängert. Dann ist es einfach als Abwehrspieler schwierig, sich da einzustellen auf den Ball, bekommt den Ball irgendwie auf den Kopf und fliegt rein. Ist bitter, aber wir haben es, denke ich, ganz gut weggesteckt, haben dann die Drangphase nach dem Anschlusstreffer gut überstanden, waren dann in der Phase, wo wir mehr Platz hatten, wo wir ein paar gute Kontergelegenheiten hatten, die es leider nicht gut ausspielen. Und wenn man dann so ein 3-2 kassiert mit einem Schuss, den er vielleicht nie mehr machen wird, so, der perfekt hinten in den Winkel fliegt, dann ist klar, dass es nochmal ganz, ganz eng wird. Und zum Elfmeter kann ich nicht viel sagen, ob er jetzt berechtigt war oder nicht. Ist dann allgemein sehr, sehr bitter, wie wir dann hier noch den Ausgleich bekommen. Das war die zweite Hälfte. Nach der ersten Halbzeit dachten sowohl die Bochumer als auch die Wiesbadener Fans, was geht denn hier ab? Das Geschehen dort aus deiner Hälfte, was hat da richtig gut geklappt, sodass man eigentlich dachte, die Mannschaft ist ja wie verwandelt? Wir waren einfach sehr, sehr effizient. Also wir haben halt bis auf den Kopfball von Scheffler, der gegen die Latte geht, oder einen Schuss von Dittgen, der knapp drüber geht, war jeder Schuss halt einfach drin. Und es ist nicht so, dass Bochum gar keine Chance hatte. Die hatten auch ein, zwei sehr, sehr gute Chancen in der ersten Halbzeit. Einmal hält Vatti, einmal geht er knapp vorbei. Aber wir waren einfach sehr, sehr effizient und dann steht es halt 3-0. Und das ist der Grund dafür. Was kann man, obwohl nach dem Abpfiff die Enttäuschung sicherlich riesengroß ist, dass man den Dreier noch verspielt hat, was kann man trotzdem, auch wenn es sich gerade richtig scheiße anfühlt, Positives noch aus dieser Leistung und dieser Partie mitnehmen? Ja, also grundsätzlich lässt sich schon auf der Leistung aufbauen. Einmal waren ein, zwei, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit gute Spielzüge dabei, wie wir zu Torchancen gekommen sind. Erste Halbzeit haben wir sie genutzt, zweite Halbzeit nicht, aber grundsätzlich die Spielzüge, die Ansätze waren da, worauf wir aufbauen können. Und nichtsdestotrotz haben wir halt unseren ersten Punkt diese Saison geholt, auswärts. Egal wie der VfL Bochum momentan dasteht, es ist nicht grundsätzlich einfach, hier einen Punkt zu holen, und das haben wir getan. Und auch wenn es sich jetzt blöd anhört, aber auch daraus müssen wir halt Selbstvertrauen ziehen und können trotzdem, wenn wir es erstmal sacken lassen, gestärkt halt in die nächste Woche gehen. Danke, Niki. Bitte.